Vor allem seit der Pandemie ist die Bedeutung von Desinfektionsmittelspendern enorm gestiegen. Lüften, Abstand und Desinfizieren sind elementare Bestandteile unseres Alltags geworden. Um die Beschränkungen durchsetzen zu können, müssen Veranstalter zusätzliche Kosten auf sich nehmen, um zusätzliches Personal und den Mehraufwand finanzieren zu können. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, einen vollautomatisierten und kontaktlosen Desinfektionsmittelspender zu konstruieren, in dem ein Personenzähler integriert ist. Wie weit wir bisher gekommen sind, seht ihr im folgenden Video. Nach den Hackdays haben wir uns rangesetzt, um unseren Hack zu verfeinern und zu verbessern. Beispielsweise wurde der Servomotor durch eine Pumpe ersetzt und ein Luftqualitätssensor verbaut.